Am 18. August 1966 hielt Waldemar Pabst auf Einladung der Vereinigung des ehemaligen Benzberger Kadettenhauses in Düsseldorf einen Vortrag über seine Zeit vor, während und nach der Deutschen Revolution 1918-19. Pabst war von Sommer 1918 an der erste Generalstabsoffizier der Gardekavallerie-Schützendivision, ab Frühjahr 1919 des Gardekavallerie-Schützenkorps gewesen. Zur Zeit des Vortrages war der am 24. Dezember 1880 in Berlin-Charlottenburg geborene bereits 86 Jahre alt. Im hier erstmalig veröffentlichten O-Ton Nummer 2 spricht Pabst über die im Frühjahr 1919 zu seinem Korps getretenen beiden Marinebrigaden, darunter die von Korvettenkapitän Hermann Ehard. Zum besseren Verständnis hier die wichtigsten Einzelheiten zu den im Korps eingesetzten Marinebrigaden, die zur Marinedivision unter Generalmajor von Lettow-Vorbeck gehörten. Die 2. Marinebrigade, nach ihrem Kommandeur auch Brigade Ehard genannt, war am 17. Februar 1919 in Wilhelmshaven unter Korvettenkapitän Hermann Ehard aus Freiwilligen der Marine und des Heeres entstanden. Später verstärkte sich der Verband durch die Übernahme geschlossener Verbände. Viele Seeoffiziere, Fähnriche und Seekadetten wurden in besonderen Einheiten zusammengefasst. Stärke nach Aufstellung 3.500 Mann, zuletzt über 4.500. Erster Generalstabsoffizier war der Hauptmann im Generalstab Werner Kempf, hier 1943 als General der Panzertruppe. Die Brigade hatte 2 Regimenter, die Marineregimenter 3 und 4. Führer des Marineregiments 3 war der Korvettenkapitän Paul Lambert Werber, hier 3. von links auf der Insel Ponape, einem Teil des ehemaligen Schutzgebietes Deutsch-Neuguinea. Führer des Marineregiments 4 war Major Karl Jesko von Puttkammer, im 2. Weltkrieg Konteradmiral. Die Brigade Ehard wurde ab 20. April 1920 in die Schiffsstammdivision eingegliedert, sowie in andere Marineteile und in die Reichswehr. Ein Teil ging zum Pommerschen Landbund, der einflussreichen Interessenvertretung der deutschen Landwirtschaft. Das Abzeichen der 2. Marinebrigade: am Kragen das Abzeichen des Gardekavallerie-Schützenkorps, am Arm ein Wikingerschiff, darunter das Wort Ehard. Die 3. Marinebrigade Löwenfeld mit den Marineregimentern 5 und 6 war in Kiel unter Korvettenkapitän Wilfried von Löwenfeld aufgestellt worden. Ihr Personal bestand anfangs aus Freiwilligen der Marine, Angehörigen des kleinen Kreuzers Breslau, des Heeres sowie durch spätere Übernahme geschlossener Verbände, unter anderem des schon bestehenden Marineregiments Madlung. Erster Generalstabsoffizier war der Hauptmann im Generalstab von Boje. Der Führer des Marineregiments 5 war Major Hans Klöbe, im 1. Weltkrieg der letzte Kommandeur des Infanterieregiments von Boyen, 5. Ostpreußisches Nummer 41, Standorte Tilsit und Memel. Führer des Marineregiments 6 war Major Bruns, der aus dem 1. Seebataillon kam und zuletzt Kommandeur des 1. Ärmländischen Infanterieregiments Nummer 150 im ostpreußischen Allenstein gewesen war. Das Sturmbataillon in der 3. Marinebrigade führte Kapitänleutnant von Arnaud de la Perrière. Stärke der Brigade zuletzt über 6.000 Mann. Am 16. Juni 1920 wurde die Marinebrigade 3 aufgelöst. 2.000 Unteroffiziere und Freiwillige traten zur Schiffsstammdivision, zu verschiedenen Minensuchern und zur Küstenwehr. Der Rest wechselte zur Reichswehr, der neu aufgestellten Sicherheitspolizei SIPO und zur Siedlungsgenossenschaft, einer sozialen Wohnungsbaugesellschaft. Abzeichen: am Kragen unklarer Anker auf einem Kranz von Lorbeer und Eichenlaub. Gelbmetall auf gelber Unterlage, Höhe 4 cm. Obwohl im folgenden Beitrag nicht erwähnt, wird der Vollständigkeit halber auch die 1. Marinebrigade erwähnt, die auch nach ihrem Kommandeur Oberst von Roden benannt ist. Führer des 1. Regimentes Major von Menges, des 2. Regimentes nicht bekannt. Sie war aufgestellt worden in Kiel im November 1918
mit Personal der ehemaligen kaiserlichen Marine, darunter sehr vielen Deckoffizieren, wie man die Gruppe der direkt unter den Seeoffizieren stehenden Marinespezialisten nannte. Einsatz in der Marinedivision von Leto. Auflösung der Brigade ab dem 15. Mai 1919. Wie bei Aufstellung zwischen Gustav Noske und den Deckoffizieren im Voraus vereinbart worden war, ging der größte Teil der Brigade zurück nach Kiel. Die 5. Kompanie, bestehend aus 250 Ingenieuroffizieranwärtern, trat zur Brigade Ehrhardt, die Reste der Regimenter 1 und 2 zum Schutztruppenregiment 1 von Leto. Abzeichen der 1. Marinebrigade, möglicherweise das der Eisernen Torpedobootsflottille ohne die drei Buchstaben ETF. Der Gardestern mit zwei liegenden Eichenlaubzweigen, darunter ein unklarer Anker, alles in Silber. Dieses zeitgeschichtlich hochinteressante, extrem seltene und originale Tondokument eines Hauptbeteiligten dieser Tage wird ungekürzt wiedergegeben. Dem Zuhörer wird damit Gelegenheit gegeben, sich in die Zeit zu versetzen, in der in Deutschland Bürgerkrieg herrschte. Noch ein paar Worte über die beiden Marinebrigaden und insbesondere in Führung der einen, die später so bekannt geworden, Kapitän Ehrhardt. Diese Brigaden waren zusammengesetzt aus dem besten Menschenmaterial, welches bei Kriegsende von der alten kaiserlichen Marine noch vorhanden war. Insbesondere war es U-Boots- und Torpedobootsbesatzung, welche den Kern der Brigaden bildeten. See- und sturmerprobte Leute, welche den Ruhm der deutschen Kriegsmarine in zahlreichen gefährlichen Fahrten während des Kriegsjahr begründet und hochgehalten haben. In Reihe und Glied standen in dieser Brigade der Offizier neben dem Mann, neben dem Markt und neben dem einfachen Matrosen. Dieses Beispiel bewies besser als lange Reden, dass ein Offizier, welcher diesen Namen wirklich verdient, nicht nur ein sturer Vorgesetzter, sondern auch der Kamerad seiner Untergebenen sein soll und ist. Und dass er sich, wenn es notwendig bleibt und Pflicht erfordern, ohne weiteres einordnen die Tätigkeit und den Aufgabenkreis des einfachen Mannes. Beide Brigadekommandeure waren besonders kriegserfahrene, bewährte Führer, welche die Macht ihrer Persönlichkeit, ihrer Leistungen, die besondere Liebe und Anhänglichkeit ihrer Leute erworben hatten. Sonst wäre es ihrer Frau wohl kaum gelungen, so viel ehemalige Marineangehörige zu veranlassen, über ihre Dienstzeit hinaus unter den Fahnen zu bleiben und ihrer Organisation beizutreten. Besonders anzuerkennen ist, dass es ihnen verhältnismäßig kurzer Zeit glückte, ihre Leute auch für den ungewohnten Kampf auf dem Lande ganz vorzüglich auszubilden. Wo immer wir die Brigaden einsetzten, bewährten sich ganz hervorragend, sagt sich ganz von selbst, dass wir ihnen sehr häufig besonders schwierige Aufgaben anvertrauten. Während Kapitän von Löwenfeld sich im Allgemeinen mit der Rolle eines militärischen Führers begnügte und sich auf die Durchführung der erteilten Befehle beschränkte, war Kapitän ein Mann, welcher sehr bald die aktive Einflussnahme auf die Politik lockte. Weniger der Politik als solcher wegen, sondern aus dem Glauben heraus, dass er es besser verstehen würde, Deutschland aus seinem damaligen verzweifelten Lage herauszuhelfen zu können, als die verschiedenen Reichsregierungen nach 1918. Nach seiner Meinung schlugen diese selben den Weg heim, auf den es nicht glücken konnte, Deutschland, an welchem mit glühender, ja fanatischer Liebe hing, aus dem Festland des Vertrages von Versailles zu befreien. Ich habe der Auffassung, dass ein inmitten bewaffneter Völker liegendes und so gut wie wertes Reich niemals eine selbstständige Politik treiben, seine Stimme im Rat der Völker wieder zur Geltung bringen könnte. Infolgedessen sah Ehrhardt es als die vornehmste Aufgabe jeder deutschen Regierung an, so schnell wie irgend möglich die Waffenwehrheit zurückzugewinnen. Kein deutscher Staatsmann handelte nach seiner Ansicht konsequent und schnell genug in dieser deutschen Lebensfrage. So geriet der Kapitän mehr und mehr im schroffen Gegensatz zum bestehenden System. Dieser wurde auch noch dadurch vergrößert, dass er den Eindruck hatte, die damalige Regierungskunst erschöpfe sich in verkleistern von innerpolitischen Gegensätzen und die Liebedienerei gegenüber dem Auslande. Dagegen schrecke man bewusst davor zurück, klare Verhältnisse in der Innenpolitik herbeizuführen und mannhaft Entschlüsse zu fassen. Schon in der Zeit, als Ehrhardt noch im Rahmen des Gardekrims Schützenkorps seiner Brigade führte, war es nicht immer ganz leicht, mit einer so starken und eigenwilligen Führernatur fertig zu werden.
Später, als er nicht mehr eine Truppe kommandierte, sondern sich nur noch mit Politik abgab, Klammerorganisation Konsul und so weiter, ging er völlig ganz eigene Wege und scheute im Kampf gegen das herrschende System auch nicht vor drastischen Maßnahmen zurück. Sowohl als Truppenführer wie auch später bei seiner politischen Tätigkeit kam Erhard stark zur Hilfe, dass er eine ganz ungewöhnliche Begabung für die Behandlung von Menschen verfügte und dass seine Leute geradezu mit abgöttischer Liebe und Verehrung an ihm hingen und viele Jahre lang in ihm den Mann sahen, der das Schicksal des Rettungs Deutschlands bestimmt hatte. Alles in allem war Kapitän Erhard jedenfalls ein ganzer Kerl.